Tag zusammen. Die Prüfungsphase steht an und ich möchte mal schauen, wie gut ChatGPT in der Lage ist, Studierenden bei der Klausurvorbereitung zu helfen, vor allem bei Klausuren aus dem Bereich Mathematik und Physik. Wir gucken mal, was die Vierer-Version jetzt derzeit kann. Ich habe mal ein Beispiel vorbereitet. Wir bräuchten mal Unterstützung im Modul Thermodynamik, ein Fach aus dem zweiten Semester in, ja, klassischen Ingenieursstudiengängen. Und jetzt gibt er uns direkt ein paar Hinweise, was wir machen sollten, also die Grundlagen verstehen, das heißt uns da einarbeiten, dann im zweiten Schritt Übungsaufgaben bearbeiten und beantworten. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei mathematischen und physikalischen Modulen. Ein paar Fragen sollten wir beantworten und ich denke, der vierte Punkt hier unten Überprüfung alter Prüfungen, also dass man in die Fachschaft geht und sich dort alte Klausuraufgaben von seinem Prof besorgt. Das ist auch, ja, so macht man das halt. Den Tipp hat er natürlich auch parat. Er soll uns jetzt mal helfen bei einem Thema. Ich habe mal was Einfaches gewählt, eine isentrope Zustandsänderung. Thema in den Grundlagen der technischen Thermodynamik. Und was wir jetzt sehen, ist, dass er uns jetzt den Begriff erklärt. Auch noch weiterführende Begriffe erläutert, also was die Entropie ist, kommt so ein bisschen dann dazu, wie dass es ein idealisiertes System ist, bei idealen Gasen natürlich. Da sehen wir jetzt auch die Gleichung, die er bringt. Das ist so der Nachteil natürlich, dass der Chatbot nicht in der Lage ist, mathematische Formeln zu schreiben, aber hier sagt das halt P mal V hoch Kappa oder hoch K konstant ist, also der Druck mal dem Volumen konstant ist. Das ist schon mal richtig, hat er also richtig erklärt. Was er uns jetzt ja empfohlen hat, ist, dass wir eine Beispielaufgabe machen sollen. Die möchte ich jetzt auch mal sehen von ihm. Mal gucken, was er uns als Beispiel gibt. Wir haben also ideales Gas, klassischer Fall in der technischen Thermodynamik, ein Bar Druck, ein Kubikmeter Volumen, isentrope Zustandsänderung, sodass wir das Volumen verringern auf die Hälfte. Und nun rechnet er, das heißt, er gibt uns die Formel an, die wir verwenden sollen, setzt hier auch ein. P2 ist unbekannt, wir wollen den Druck haben nach dem Abschluss dieser isentropen Zustandsänderung. Wir sehen, was wir jetzt einsetzen müssen. Er stellt die Formel sogar richtig um. Das ist eine Sache, das kann die Version 3.5 so nicht. Jetzt kann man das hier noch in den Taschenrechner eingeben und entsprechend berechnen. Also von daher hat er da direkt eine Aufgabe gegeben, um diese eine etwas einfache Zustandsänderung zu berechnen. Ähnliches gilt dann auch für Aufgaben, die man vielleicht findet in alten Klausuren oder alte Übungszettel aus den vorherigen Semestern. Das heißt, wenn man da Unterstützung braucht, auch das kann er, dabei kann er Unterstützung leisten. Also Beispiel Dieselmotor. Wir haben Luft bei 15 Grad Celsius an einem Druck von 1 Bar. Es wird auf 40 Bar komprimiert mit Kappa gleich 1,4. Auch hier hat er wieder die richtige Formel. Das Verhältnis der Drücke hoch diesem Exponentialfaktor gibt uns dann die neue Temperatur an. Er rechnet das hier dann auch um. Das heißt, also er weiß natürlich, das ist nicht immer ein großer Aspekt bei der Thermodynamik, dass man sich halt nicht verwirren lassen soll mit den Einheiten. Celsius ist nicht die richtige Einheit, man muss immer in Kelvin umrechnen. Das Bar braucht er in dem Fall nicht umrechnen, in Pascal, das funktioniert. Auch hier hat er das gemacht. Die Form ist richtig, die kann man jetzt in den Taschenrechner eingeben. Fertig. Also da muss man ein bisschen aufpassen hier bei diesen Rechnungen. Rechnen kann er nicht, weil es ein Texttool ist. Das haben wir ja schon mal in einem vorherigen Video besprochen. Das kann die Vierer-Version vom ChatGPT deutlich besser, hat aber da immer noch Schwierigkeiten. Das heißt, wenn man da ein anderes Ergebnis hat als das, was er vielleicht gibt, dann kann man ihn nur noch mal fragen und sich erklären lassen, wie er auf das Ergebnis gekommen ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Rechnen kann er nicht. Letztes Beispiel noch: Wie bereite ich mich jetzt auf die Klausur vor, wenn die in 7 Tagen ist? Also schon etwas knapp in der Zeit. Also, er erklärt erstmal, dass man die grundlegenden Gesetze nochmal wiederholen soll, also im Lehrbuch idealerweise. Dann ganz entscheidend, und das ist sehr gut mit dem ChatGPT zu machen, dass er einem
Übungsaufgaben zu jedem Thema generiert, einfache oder komplexere Aufgaben, die er dann auch lösen kann mit Unterstützung. Und auch da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das kennt man ja schon von Musterlösungen, die man in der Fachschaft findet oder sonst wo. Die müssen nicht zwingend richtig sein. Alte Prüfungen durchgehen, alte Klausuren, ganz wichtig. Er kann halt auch eine Musterklausur einem bauen, die dann 90 Minuten dauern soll mit entsprechendem Schwierigkeitsgrad und einer Kombination von Rechen- und Verständnisaufgaben. Was ich ganz gut finde, sind die letzten Aspekte, die er hier noch bringt. Also planen Sie Ihre Zeit, Pausen erlegen, gesunde Gewohnheiten beibehalten. Das sind immer so die psychologischen Tricks, die man als Prof immer mitgibt seinen Studierenden. Ein ganz wichtiger Aspekt, dass man dort versucht, seinen Tag zu strukturieren, um die Nervosität vor und direkt in der Klausur etwas einzudämmen, so gut es denn dann geht. Und dann kann man natürlich Unterstützung suchen. Und ich denke, das ist jetzt ein Punkt, dieser letzte Aspekt, dass man von den Lehrenden, von den Kommilitonen oder von Online-Helfern wie dem Chatbot sich Hilfe holen kann. Und das ist ein ganz spannender Aspekt und eröffnet völlig neue Möglichkeiten, dass man nicht über Suchmaschinen sich Wissen aneignet für die Klausurvorbereitung, sondern dass man künftig stark und immer stärker die KI in Form von solchen Texttools wie dem Chatbot einsetzen wird.